Video 8. Wie man einen Song schreibt, Teil 4 von 5. Hallo, lassen Sie uns an den Akkorden weiterarbeiten. Die erste Sache, die mir auffällt, ist, dass die Akkorde zu tief klingen, also müssen wir sie transponieren. Wählen Sie alle Tracks der Akkorde aus. Und wählen Sie im Menü Transpose. Wir nehmen plus 12, denn wir wollen sie eine Oktave höher haben, also 12 Halbtöne höher. Lassen Sie uns das Ergebnis anhören. Es klingt schon besser, aber ist noch nicht genau das, wonach wir suchen. Die Akkorde sind auf einen Umfang beschränkt, der etwas größer als eine Oktave ist, und wir wollen einen größeren Umfang, um das Gefühl eines fesselnderen harmonischen Gerüsts zu erreichen. Wir könnten alle Akkorde in neue Tracks kopieren und diese ein oder zwei Oktaven höher zu transponieren, aber das ist in gewisser Weise zu mechanisch und würde zudem nicht garantieren, dass es wirklich besser klingt. Daher nehmen wir die ersten und dritten Noten des Akkordes und transponieren sie eine Oktave höher. In diesem Fall ist der Abstand zwischen diesen beiden Noten größer als derjenige zwischen zwei aufeinanderfolgenden Noten, was die Transposition besser klingen lassen wird. Wir müssen noch zwei zusätzliche Tracks zu unserem Pattern hinzufügen. Jetzt können wir die Noten kopieren. Dies ist die erste und wir transponieren sie. Dann die dritte und wir machen genau das gleiche. Sobald zwei weitere Tracks erstellt wurden, können wir das gleiche mit den zweiten und vierten Komponenten unserer Ursprungsakkorde tun und diese zwei Oktaven höher transponieren. Lassen Sie uns das Ergebnis noch einmal anhören. Wir könnten die Lautstärke und die Höhekurven unseres Analog Generators justieren, denn sie klingen noch etwas hart durch die große Menge an Noten, die der Oszillator produziert hat. Ich möchte auch das Stereobild der Akkorde ändern. Jetzt ist der Output der beiden Oszillatoren noch genau zentriert. Wir wollen ihn ein wenig ausbreiten, um einen Oszillator auf dem linken und einen anderen auf dem rechten Kanal zu haben. Wir tun dies, um einen Klang zu bekommen, der mehr Tiefe hat. Dafür bewege ich den Panningsregler des ersten Oszillators zur linken Seite, damit sein Output mehr auf dem linken Kanal ist. Und wir machen das Gegenteil mit dem anderen Oszillator, um es vom rechten Kanal zu nehmen. Wie Sie hören können, klingt es schon jetzt besser. Jetzt sind wir schon kurz davor, einen vernünftigen Pad-Sound zu erhalten, aber es gibt noch etwas zu tun. Klicken Sie doppelt auf Module View, um einen Sampler zu laden. Die Idee ist, ein Multisynth zu benutzen, um auch einen Sampler zu fahren, der einen Pad-Sampler enthält und diesen dann mit den beiden Analog-Generators in den Amplifier zu mischen. Wir tun dies, um einen reichhaltigeren Klang zu erzeugen,
der näher an den Charakter eines richtigen Pad kommt. Zunächst müssen wir einen richtigen Pad-Sound in den Sampler aus der eingebetteten Bibliothek einfügen. Wir wählen Load, Instruments, Pads in der Liste, in der wir nach Ordnern mit der Endung XI suchen, der zu Audio Samples korrespondiert, und wählen Pad2.xi aus. Wir müssen den Sampler mit dem Multisynth und dem Amplifier auf folgende Weise verbinden. Lassen Sie uns Multisynth auswählen und es isolieren, um nur die Akkorde zu hören. Wir wählen Sample aus, um die Amplitude der Hüllkurve des Samples zu editieren, um einen weicheren Einsatz zu bekommen. Das ist gut so, wir können erschließen. Wenn Sie dann doppelt auf das Sampler-Modul klicken, öffnet sich das Module Properties Fenster. Hier können wir unseren Sample feinjustieren, um die von den beiden Analog Generators produzierten Akkorde besser anpassen zu können. Eine für gewöhnlich genutzte Technik in elektronischer Musik, um mehr interessante Klänge zu bekommen, ist es, zwei Oszillatoren, die die gleichen Noten spielen, ein wenig zu verstimmen. Und das ist genau das, was wir mit den beiden Analog Generators tun, die vom Multisynth angetrieben werden. Klicken Sie doppelt auf den ersten Analog Generator und verstimmen ihn, allerdings nicht zu sehr. Zuletzt wählen wir den Multisynth aus und sehen, dass im Parameter Panel ein Regler namens Random Pitch ist. Wenn Sie den Wert dieses Reglers erhöhen, wird jede gespielte Note um ein zufälliges Maß zwischen 0 und dem Wert des Reglers verschoben. Lassen Sie uns etwas Zufälligkeit hinzufügen, aber nicht zu viel. Jetzt haben wir ein echt gutes Pad.